Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielbierkanal und heute mit einem neuen Playmobil-Set. Ja, selbstverständlich aus der City-Life-Serie ist das die große Familienküche. Ja, eine riesige Familienküche, die auch echt cool aussieht, muss ich sagen. Also zumindest schon hier auf der Packung. Mal gucken, wie es gleich in echt aussieht. So, wir haben die Playmobil-Nummer 9269 ab 4 Jahren geeignet. Ein bisschen, ja, meine Meinung kennt ihr dazu. Darüber hinaus auf jeden Fall auch. Und wir sehen hier natürlich eine, ja, glückliche Familie, hoffentlich, die gerade frühstückt oder auch Mittagessen. Ja, wobei, könnte Frühstück, könnte Mittagessen, könnte auch Abendbrot sein. Zwei große Figuren, also die Eltern anscheinend und ein Baby und auch ein Hochstuhl. Das find, ich finde die Figur sehr cool. Ein richtig cooles Outfit und auch, schaut euch mal die Teller und so an. Das ist mal ein richtig edles Design. Sehr, sehr schön. Ofen und sowas ist auch alles mit dabei. Und auch so eine Insel, Schrägstrich Tisch. Drehen wir das Ding mal um. Hier sehen wir die Einzelteile. Was zu essen ist selbstverständlich auch mit dabei hier in der Küche. Klar, wie sollen wir denn sonst satt werden? Und dann würde ich sagen, packen wir das Ding mal gemeinsam mit euch aus. Und das machen wir jetzt auch. Und dann schauen wir mal, wie das Ding in, wirklich in real aussieht. Also nicht Real Madrid, sondern real. So, packen wir aus. Oh, ziemlich groß die Schränke. Wow, doch eine ziemlich große Familienküche, aber sie heißt auch große Familienküche. Wir gehen ein bisschen nach unten. Kleine Achterbahnfahrt, kurze Achterbahnfahrt. Sehr schön. So, dann haben wir hier einmal, oh, das sieht ja richtig schön aus. Ein paar Sachen. Dann haben wir hier einige Sachen, Leute. Zum Beispiel Stühle. Ich sehe Würstchen. Eine Wurst, Salami, oh, hier, für den Ofen oder auch Mikrofon, Mikrofon, ja, genau, Mikrofon, ich meine Mikrowelle, oh Mann, oh Mann. Mikrofon, alles klar. So, dann haben wir hier weitere weitere Teile und natürlich Figuren, was ist denn los mit mir, Mensch? Sehr schön, die große Familienküche mit einer, ja, vielleicht nicht allzu großen Familie. Sehr süß. Gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Und dann haben wir hier noch viele weitere Teile. Leute, ich wäre dafür, dass ich das jetzt mal schnell aufbaue. Und dann schauen wir uns das gemeinsam gleich mal an, wie das so aussieht. Und dann kann ich ja mein Fazit dazu abgeben, wie immer. Aber sieht schon mal ziemlich cool aus. Und jetzt, Leute, fehlen nur noch die kleinen Teile. Die packe ich jetzt hier noch in die große Familienküche rein. Und dann schauen wir uns das Ganze mal genauer an. Aber ihr müsst gar nicht lange warten, denn ihr seid genau jetzt wieder da. Leute, die neue Küche vom Playmobil, die große Familienküche. Und die ist echt riesig. Da gibt es einiges zu entdecken und das werden wir jetzt auch. Durch das, Mann, schaut euch diese coole Küche mal an. Und der Tisch hier mit einem integrierten Herd. Sehr, sehr cool. Und dann hier auch noch zum Beispiel eine richtige Kaffeemaschine und ein Toaster. Aber wir gehen jetzt von hier nach da, nach da. Und wir starten jetzt mal hier. Was sehen wir denn hier? Also, wir sehen natürlich die Figuren. Die haben jetzt auch eine Uhr. Also, die Figur hat eine Uhr. Und dann auch die hier. Wir sehen drei Stühle, einen Tisch mit einem integrierten Herd, wo wir auch einen Topf drin haben. Hier könnten wir gegebenenfalls auch noch was reintun. Und schaut euch mal das Geschirr an. Richtig cool, oder? Die Farbe, was sagt ihr dazu? Also mir gefällt es wirklich sehr. Dann haben wir ein paar Eier, mal wieder Spiegeleierwurst. Dann haben wir hier so einen Hochstuhl, Maxi-Cosi, alles was man so braucht in der Küche. Okay, das vielleicht nicht, aber ein Hochstuhl auf jeden Fall. Dann haben wir, wir bleiben erstmal an dem Tisch, ne? Hier Geschirr, das kennen wir schon. Und hier auch was, hier so eine Art Teller sehe ich jetzt zum ersten Mal. Und hier sehen wir jetzt auch nochmal die Figur. Sehr, sehr schön. Also wirklich sehr, sehr cool hier mit dem integrierten Herd. Sowas wünsche ich mir zu Hause auch. Finde nur noch eine Abzugshaube. So, dann gehen wir hier rüber zum Schrank. Da sehen wir ein paar Flaschen, einen Mixer, einen Kaffeeautomaten, Toaster und dann so einen Brotkorb. Und hier drinnen, das zeige ich euch auch mal, können wir noch Sachen verstauen, wie zum Beispiel Äpfel oder Salatköpfe
oder alles, was wir sonst noch brauchen. Ne, das können wir hier verstauen. Dann haben wir hier einen, gehen wir rüber hier hin. Dann müssen wir ein bisschen nach oben. Genau deswegen, hier haben wir ein paar Utensilien verstaut, die wir natürlich auch hier reintun können, in den Kühlschrank, Leute. Da ist auch ein bisschen was drin, Thunfisch und auch Milch. Dann haben wir hier noch ein paar Gläser. Dann noch einen Topf. Hier zum Beispiel den Herd. Ne, den Ofen, sorry, den Ofen. Könnte aber auch eine Mikrowelle sein. Ne, ich gehe davon aus, dass es ein Ofen ist. Und hier, wie gesagt, so ein Kirschkuchen oder Lasagne oder was das auch sein soll. Ich habe es ehrlich gesagt bis heute immer noch nicht verstanden, was das ganz genau sein soll. Dann haben wir hier noch die Möglichkeit, Sachen zu verstauen. Da, eine Menge Platz. Was ich sehr, sehr cool finde. Ich hoffe, ich krieg's jetzt auf. Ohne, dass ich die anderen Sachen kaputt mache. Ja. Wir haben hier drinnen Mülleimer, Leute. Da. Sehr, sehr cool. Dann haben wir hier noch einen Geschirrspüler. Da ist auch noch was drin. Ne? Das habt ihr aber, glaube ich, schon gesehen, wo wir es aufgebaut haben. So. Da. Leute, was sagt ihr zur großen Familienküche von Playmobil? Ob wir das Ding wohl irgendwo wiedersehen werden? Ich glaube nicht. Außer natürlich hier. Leute, was sagt ihr dazu? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn es euch gefällt, gerne Daumen nach oben. Wenn es euch gefällt, Daumen nach oben. Lassen wir ein Abo da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Abonnieren, Glocke aktivieren. Leute, ciao!